Um eine CD zu brennen, benötigen wir zuallererst einmal ein CD-Rolling und einen CD- bzw. DVD-Brenner. Dort legen wir die CD ein und es kann gleich losgehen. Einige Sekunden später erscheint ein kleines Fenster. Wenn ihr euch gerade fragt, was das für ein komischer Typ ist, das ist Bane aus dem kommenden The Dark Knight Rises. Da ist es auch schon. Jetzt habt ihr die Wahl zwischen einer Audio-CD zu brennen oder einen Datenträger. Fangen wir einfach hiermit mal an. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr später die Daten auf der CD bearbeiten wollt oder ob ihr ein abschließendes Projekt machen wollt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, ihr einen Namen zu geben. Nennen wir sie einfach mal Beispiel CD. Und wir entscheiden uns dafür, dass wir sie nicht mehr bearbeiten wollen. Anschließend klicken wir auf Weiter. Jetzt ziehen wir hier die Daten rein. Dazu habe ich einfach mal auf dem Desktop einen Dokumente-Ordner angelegt. Den schieben wir hier mal beiseite, markieren die Daten, die wir haben wollen und ziehen sie hier rein. Und entscheiden uns dafür, dass wir sie alle integrieren wollen. So, anschließend auf Datenträger brennen klicken. Datenträgertitel, Beispiel-CD, Aufnahmegeschwindigkeit 24-fach. Weiter und die Daten werden gebrannt. Wenn ihr jedoch zum Beispiel irgendwo mit dem Auto hinfahren wollt und ein bisschen Musik hören wollt mit eurem coolen CD-Radio, klickt ihr einfach auf Audio-CD brennen. Dann öffnet sich der Windows Media Player. Ihr gebt oben rechts in die Suchleiste einfach die Musik ein, die ihr haben wollt und die ihr auch auf dem Rechner habt. Ich habe zum Beispiel gerade Lust auf Red Hot Chili Peppers. Das Greatest Hits Album. Wenn ihr mehrere Sachen markieren wollt, dann klickt oben, haltet Shift gedrückt und klickt ganz unten. So, dann ziehen wir die einfach mal rechts in die Brennliste. Und sobald wir auf Brennen starten gehen, fängt er an zu brennen und die Musik ist in ein, zwei Minuten auf der CD gebrannt und ihr habt eine coole Fahrt.